Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Fußballmanager 22. Ja, wir spielen als nächstes gegen unseren Erzrivalen. Meine ich. War doch der erste FC Hasseln. Ne, doch nicht. Ach, wir haben gegen die gespielt. So war das. Genau, wir haben 1-1 gegen die gespielt. So, und dann habe ich ja mir ein bisschen rumgeguckt. Und zwar würde ich gerne den Jason Pereira holen. Der kostet zwar ein bisschen Geld, aber das ist jetzt nicht das Schlimme daran. So, 4000 Euro ist okay. Der ist nämlich RA. Ja, wir haben eigentlich einen DM gesucht, aber das Problem bei DM ist halt, ja, wir finden keinen. Also, ich habe jetzt keinen richtigen gefunden. Deswegen spielt der Bilo erstmal. Wie sieht es denn eigentlich in der Jugendmannschaft aus? Da war auch kein richtiger DM. Das ist natürlich schade, ne? Wir müssen mal hier ein paar Mentoren. Der ist auch 18 schon. Machen wir mal kurz. So, dann machen wir Ibrahimo. Zwei Nachrichten haben wir. Wir gucken mal kurz in der B-Jugend noch. Da haben ein paar Mentoren, das ist schon mal gut. So, was haben wir denn an Nachrichten? Achso. Auf Transfersliste gesetzt und wurde angenommen. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob der kommt. Und ja, wir gucken mal Scout. Vielleicht hat der irgendwas Defensives gesehen. Wir gehen mal erstmal nach Stärke. ZM, ZM, DM. Stärke 46, spielt bei Steinbach-Haiger, aber Marktwert von 21.000, Gehalt 600 Euro. Ja, zu viel Marktwert, ne? Ich würde auch, ich denke mal nicht, dass der kommen würde. Ja, keine Chance. Bon Chance. Ja, ansonsten die anderen, ja, zu stark, würden allgemein nicht kommen. Chark hier, der spielt bei 1. FC Hassel, ist aber 31. Nee, da müssen wir mal gucken. Da muss ich mir nochmal genau Gedanken machen. Ist ja sowieso erstmal für die nächste Saison. Für diese Saison gibt es ja nichts mehr. Da ist ja schon Ende. Deswegen, da kommen wir noch mit aus. In den paar Wochen. Von daher. So, ja, ja, leider hatten wir zuvor keine Kontakt, das ist ein bisschen schade. Höchstens 2 Jahre. Stammplatzgarantie, Stammspieler. Wir sind in der Regel spielen. 1000 Euro machen wir da, Auflaufprämie. Ja, liegt da sehr viel Wert drauf. Alles klar, Option für Verein. 2 Jahre ist auch noch sehr fair. Du wirst in der Regel spielen. Wirst auf jeden Fall einige Male spielen. Ja, komm. Ist okay. Saisonende, bla bla bla, 5 Jahre. Option für Verein, 2 Jahre. Gehaltskürzung bei Abstieg, ja. Auflaufprämie 20 Euro. Ist okay. So, schauen wir mal. Bilo muss am Wochenende arbeiten. Ja, toll. Fängt ja schon mal gut an. Pereira wechselt nach uns. JC Pereira. So, gucken wir mal. Antonio hat keine Lust. Bilo muss arbeiten. Fofana spielt jetzt da. Alles klar. Wenn er das kann, ist das gut. Antonio, höchster Formgewinn. Kobler ist wieder fit. Bilo muss am Wochenende arbeiten. Da haben wir auf jeden Fall schon mal einen guten Transfer für nächste Saison gemacht. Denke ich mir mal. So, wir spielen gegen den 1. FC Dorsten. Wir verlieren das heute nicht. 1-0 durch Graschi. . 2-0 durch Wallner. Oh, das ist natürlich bitter.
Rote Karte für Fofana. Eieiei. Dann spielen wir mal ein bisschen defensiver. Rein-0 durch Wallner. Bin mal gespannt, wie lange der Fofana gesperrt ist. 4-0 durch Keller. Ja, was haben denn die anderen gemacht? Boy gewinnt 0-2. Germania Gladbeck 4-0 gegen FC Dorsten. Und der erste FC Hassel spielt Gewinn 0-1 gegen FC Zwecke. Ja, Teamleistung war mal richtig gut. Ja, 9. Platz sind wir, Fairplay, wegen der roten Karte jetzt wahrscheinlich. Also eine rote Karte gibt 5 Punkte, ey. Boah. Schon heftig. Vorher waren wir nur mit gelben Karten. Unsere zweite verliert 0-2 gegen FC Gladbeck. So. 2 Spiele gesperrt. Akzeptieren Sie das Urteil? Ja, ich akzeptiere es. Reserve, Mannschaft der Woche, Degen und Wallner. Ein super letztes Spiel. Salanovic erleidet Rückschlag. Oh, fällt 2 Wochen länger aus. Oh, Leute, kann doch nicht sein, ey. Wir spielen gegen Schalke Nord jetzt, Pokal-Viertelfinale. Spielen wir auswärts. So, die haben gegen Behofen 1-3 nach Elfmeterschießen gewonnen, gegen Sportvereinigung Gladbeck haben sie 1-2 gewonnen. Und wir haben gegen Bochum 2-1 gewonnen und gegen Fortuna Gladbeck 2-0. Also von der Stärke her, ja, wird schwierig auf jeden Fall. Da darf ja Fofana spielen, Bilo spielt auch. Das ist auch schon mal gut. Trainingsziel erreicht, Pusic. So. Geht raus und spielt ordentlichen Fußball. Oh, der Fofana hat sich verletzt. Das ist natürlich bitter, dann kommt der Wulf rein. 0-1 durch Graschi. 2-0 durch Wallner. 1-2, Davide Tuscheto. Gucken, was noch passiert. 2-2 durch Ben Croft. Ah, Verlängerung. Na, mal gucken, Elfmeterschießen jetzt. Die haben auf jeden Fall schon mal einen verschossen, die Gegner. Und, jawohl, wir sind in der nächsten Runde. 5-6 nach Elfmeterschießen gewonnen. Jawohl. Das war super. So, damit sind wir jetzt im Halbfinale. Wer ist denn noch drin? Lüren, Hennikel, Schalke Nord. Ja, und wir. Mal sehen, gegen wen wir als nächstes spielen. Fofana fällt für den Rest der Saison aus. Eieiei. Aber ist auch nicht mehr so lange, die Saison. Wir spielen jetzt als nächstes gegen FC Zwecke erstmal. Mal gucken, wie lange der verletzt ist. Die Baggio, höchster Formgewinn. Wir spielen gegen FV Flüren. Von der Stärke her sind die auf jeden Fall stärker als wir. Spielen auch in der Verbandsliga. Aber wir sind im Pokal-Halbfinale schon gut. Ah, 10 Wochen fällt da aus. Ah, das ist natürlich nicht so gut. Aber was sollen wir machen? Wir spielen gegen FC Zwecke. Erstmal geht raus und spielt ordentlichen Fußball. 0-1 für uns Keller. 1-1 durch Hohr. 1-2 durch Graschi, 1-3 durch Wallner.
1:4 durch Keller. 1:5 durch Grashi. 1:6 durch Wolf. 1:7 durch Wohnlich. Ja, da würde ich mal sagen, Kantersieg. 1:7 gegen FC Zwecke gewonnen. Also haben wir da mal was für die Tordifferenz getan. Bleiben aber weiterhin auf Platz 4. 1. FC Hasse spielt 2:2 gegen TSG Dorsten. FC Boys spielt 1:1 gegen Germania Gladbeck. Ansonsten, ja, was hat, ne? SC Gladbeck 1:1 gegen FSV Butendorf. Ja, Dorsten ist zurzeit letzter. 8 Punkte. Wie sieht es denn in der Kreisliga aus? Da werden ja auch unsere nächsten Gegner hier, FC Feldhausen. Ja, die haben leider kein DM, sonst würde ich mir den DM von denen abluchsen. SG Buhr, wie sieht es bei denen aus? Ah, auch nichts Besonderes. Peters. Weil wir brauchen unbedingt einen defensiven Mittelfeldspieler. Unsere zweite hat auf jeden Fall 1:1 gegen Grün-Weiß-Zwecke gespielt. So, Landesliga. Günnigfeld ist letzter. Ist auch keine starke Mannschaft. 207er Stärke haben die. FC Borbeck. BW Gerschede. Die sind abgestiegen. Die haben zwei gute Keepers. Ja, super. FSV Holsterhausen. Die sind gar nicht so stark, ne? Altenessen Nord. Altenessen Süd. Alexander Richter. 22 Jahre alt. Fortuna Gladbeck. Tweetly. 21 Jahre jung. Engländer. Könnte man eigentlich scouten. Aber ich weiß ja nicht, ob die kommen würden, weil ich ja eine Kreisliga spiele. Und die spielen ja da eine Liga höher. Ich spiele ja in der Landesliga. Ich glaube nicht, dass die kommen würden. SC Hasse, die sind aufgestiegen, sind Fünfter. Der Roland Haug, den kennt man auch noch. 25 Jahre alt. Boah, 6.000 Mark wert hat der. Erster FC Schonnebeck. Dritter ist SV Kirchhellen. Zweiter ist FSV Brauk. 22 Jahre jung. Und Rot-Weiß Bottrop ist Erster. Naja. Oh, vorzeitig. Dortmund wurde vorzeitig Meister. Herzlichen Glückwunsch, würde ich mal sagen. Reha-Maßnahmen vor Pfanner schlechter als Erwartung. Als erwartet. Verzögert sich damit um eine Woche. Och Leute. Nur Verzögerungen bei den Verletzten jetzt. Ist natürlich nicht so schön. Kirch ist verunsichert. Wir sind irgendwie meist. So, da war jetzt nichts Besonderes an Transfers. Aber wir spielen jetzt gegen Blau-Weiß Holsterhausen. Scheu ist wieder fit. Vertragsverhandlungen bei Salatic gescheitert. Kevin Held auf der Transfersliste. Also laut Tipp sollen wir noch Dritter werden. Germania Gladbeck soll aufsteigen und FC Boy wird Zweiter. Und dass wir die letzten drei Spiele alle gewinnen. Hier gegen Blau-Weiß Holsterhausen 4:1. Gegen TSG Dorsten 0:1. Und gegen Ressa Mark 4:0. Schauen wir mal. So, der Antonio hat wieder keine Lust. Kobler höchste Form gewinnen. Scholven interessiert an Kevin Held. Das sollen wir mitbieten.
für 2-3 Jahre. Ich bin noch mal überlegen, ey. Da wäre schon gut, wenn man Kevin Held noch. Ah komm, wir machen dann mal. Oh, sind aber eine Menge interessiert. Ja, 3 Jahre auf jeden Fall. Und Geld. Kriegt da nichts. Ich würde sagen, mit Option für 1 Jahr. Ja, 10 Euro kriegt der. 3 Jahre ist okay. Schauen wir mal, ob er zu uns kommt oder nicht. Das werden wir dann sehen. So, 0-0 zur Halbzeit. Nun zu 1, 1-1. Grashi wieder der Torschütze. Und es bleibt beim 1-1. Ja, ist natürlich schade. Vielleicht hätten wir wirklich nur Dritter werden können, aber sind ja noch 2 Spiele. Germania Gladbeck gewinnt 4-1 gegen SC Gladbeck. Erste FC Hasse verliert 1-2 gegen, gewinnt 1-2 gegen Butendorf. Und Boy gewinnt 2-6 gegen TuS Bottrop. Naja, auf jeden Fall können wir sagen, dass der erste FC Hassel in der nächsten Saison auch hier in der Liga spielt wieder. Und das heißt, wir haben wieder ein Derby da. Ein 22 Tore, Grashi 15, Keller 13. Also ich werde auf jeden Fall die Verträge verlängern von Grashi. Thunwald ist frustriert. Unsere zweite hat 1-3 verloren. Kein Tor erzielt seit 415 Minuten. Schäuble hat eine neue Erfahrungsstufe. 1-3 hat unsere zweite verloren. Transfers. Zangwechsel von St. Pauli nach Zwickau für 135.000. Winkelmann von Bremen 2 nach Fortuna Köln für 490.000. Alles klar. So, nach dem nächsten Spiel gucken wir mal, was die erste und zweite Liga so sagt. Wir wissen, dass Dortmund auf jeden Fall Meister ist. Das wissen wir schon. Wie gesagt, wenn ich mal mehr auf die Tabellen eingehen soll von der ersten, zweiten, dritten Liga und so, könnt ihr mal gerne dann in den Kommentaren schreiben. Dann würde ich natürlich auch mehr einbeziehen. So, Pacenza ist schon mal Fußballer des Monats im April. Dann hier Luke Bacchio. Ach, der spielt in Österreich. Ah, okay. Hier haben wir den Neto. Yasi. Dienepo von Alkmaar. Vinicius Junior von Real Madrid. Dann haben wir Abubakar von FC Lugano. Hier haben wir den Mario Balotelli. Boah, wie alt ist er denn schon? 34. Was spielt immer noch? So, Wales. Hillier, Kenneth Town. Hier haben wir den Acosta von DC United. So, Wolf möchte die Rücknummer 4. Alles klar, kriegt er. 4 Spieler. Oh, der wechselt nach uns. Nice. So, der wollte die Rücknummer 4, ne? Der Wolf. So, auslaufende Verträge. Haben wir den Pramel, das ist egal. Sommerauer. Aber wahrscheinlich von der zweiten Mannschaft welche. Aber das ist jetzt egal. Wie gesagt, Sommerauer halte ich nicht auf, den Pramel auch nicht.
Vertragst du? Oh, da wollen unbedingt welche den Salat jetzt haben. Weil den kriegen sie nicht. Anscheinend wollen sie denen kein Geld geben. Deswegen. Dann bleibt er halt bei uns. Aber ich sag mal so, dadurch, dass wir den Dings jetzt holen, wenn der Salate tödlich nächste Saison noch bleiben sollte, dann heißt das auf jeden Fall für den wahrscheinlich zweite Mannschaft dann. Wir können das gewinnen gegen TSG Dorsten. Stäuble kriegt erstmal gelb. Zur Halbzeit. Keller kriegt auch gelb. Diederich. Na, irgendwie passiert heute nichts bei dem Spiel. Wir spielen am Ende 0:0 gegen TSG Dorsten. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall auf Platz 4. Obwohl, nee. Hasse müsste das nächste Spiel verlieren, könnten wir noch Dritter werden. Die haben 0:3 gegen Germania Gladbeck verloren. FC Boy hat 4:0 gegen VfB Ellinghorst gewonnen. Ja, das heißt auf jeden Fall, Germania Gladbeck steigt auf. Wie sieht es hier aus? Unser zweiter 3:0 gegen FC Buhr verloren. Feldhausen steigt auch sicher auf. Unsere Mannschaft ist sicher Vorletzter. Landesliga. Ja, Günnigfeld steigt auf jeden Fall ab. Ist auch schon mal sicher. Rot-Weiß Bottrop steigt auf jeden Fall auf in die Verbandsliga. Schalke Nord steigt auf. Und der erste FC Schalke Nord steigt ab. Gegen die haben wir ja im Pokal gespielt. So, wie sieht es denn in der Bundesliga aus? Erster wurde Dortmund. Also sicher. Gucken, wer Zweiter wird. Bayern, Leipzig kann das noch. Leverkusen. Gladbach eher Tordifferenz, sieht nicht so gut aus. Dann ist Stuttgart auf jeden Fall abgestiegen. Bremen kann sich noch auf die Relegationsplatz setzen, führt auch. Bochum bleibt sicher eine Liga. Hamburg und Kiel steigen auf jeden Fall auf. Ne, drei Spiele haben die noch. Ja, Schalke steigt schon wieder nicht auf. Obwohl drei Spiele sind noch, die könnten das noch schaffen. Naja, mal gucken. Germania Gladbeck, ist bereits aufgestiegen. Wissen wir. So, Mannschaft der Woche, Bilo. Großes Lob. Er gewinnt 5 Moralpunkte. So. Oh, Lukaku wechselt nach Bayern für 68,5 Millionen. Dann haben wir eine Karte von Mainz nach Leipzig für 5 Millionen. Sonst haben wir nichts Berauschendes. Der Lukaku, ab in die Bundesliga. So, Pokal untere Liga, schauen wir mal. Da bin ich jetzt gespannt, wie wir uns schlagen. Wie gesagt, wir machen die beiden Spiele auf jeden Fall noch. Dann geht die Folge ein bisschen länger. Glaube ich, ich weiß jetzt nicht. Ich habe den Timer vergessen anzustellen. So, Wallner 1:0. Voller Gegraschi. 1:1 durch Kai Burger. Komm Leute, der Chap da. Ne, 1:2 durch Stab. Und es bleibt auch beim 1:2. Ja, sind leider im Halbfinale rausgeflogen, aber wir kamen auf jeden Fall sehr weit bis ins Halbfinale. Im Finale treten also Schalke Nord und FV Flüren an. Der Sieger, der ist ja dann im DFB-Pokal. Außer diejenigen steigen auch. Obwohl, ja doch, Pink ist verletzt, Sehnenverletzung. Ja, der nächste, der ausfällt. Am letzten Spiel. Fünf Wochen. Das heißt, in der nächsten Saison ist er auf jeden Fall wieder dabei. Das ist schon mal gut. So, was wollte ich? Ach ja, ich wollte noch Saisonabschlussfeier machen. Und Spielerauszeichnung. Falls es welche gibt.
Und eine Autogrammstunde machen wir auch noch. Kostet 176 Euro. Ist nicht die Welt. So, dann machen wir mal den letzten Spieltag. Wir verlieren das heute nicht, sagen wir mal. Bilo kriegt erstmal gelb. In der dritten Minute. Ist ja richtig früh. So, 0:0 zur Halbzeit. Passiert auch irgendwie nichts. Ja, was soll ich sagen, ne? Drei Spiele, drei Unentschieden. Also die letzten drei Spiele haben wir alle Unentschieden gespielt. Der erste FC Dorsten gewinnt 4-1 gegen FC Dorsten. Ja, Germania Gladbeck, wie gesagt, ist aufgestiegen. Ja, guck mal, Hassel hat verloren. Also der erste FC Hassel. Wir hätten Dritter werden können, aber ist auch egal. Zweiter ist FC Boy, Dritter ist FC Hassel, Vierter Via. FC Dorsten war ja auch schon sicher, dass sie absteigen. Machen wir guten Zuschauerschnitt, 1064. So, Kreisliga, Feldhausen steigt auf. Unsere Mannschaft ist Vorletzter, die haben nochmal 1-1 gespielt gegen den Erz FC Schultendorf. So, die haben noch ein Spiel. Ja, sieht so aus, als Kräuter Fürth in die Relegation geht und Bremen absteigt. Ja, Schalke kommt auch nicht in die Relegation, denke ich mal. Dritter wird Essen. Ja, die Schalke, die zweite ist nicht mehr hier. So wie es aussieht. Boah, da habe ich mich verlesen. Aber wir machen das einfacher. Wir gehen bei Schalke drauf und dann gucken wir mal. Jo, Oberliga Niederrhein sind sie. Okay. Ist ja auch mal was. Schauen wir mal. Wie stehen sie denn da? Siebter Platz. Also sind abgestiegen in dieser Saison. Deswegen. Sponsor wünscht sich Vertragsverlängerung. Können wir ja mal kurz angehen. Ja, komm, machen wir. Mannschaft des Jahres, Antonio und Degen. Antonio? Echt jetzt der? Obwohl der meistens keine Lust hat. Den kann ich auf jeden Fall verstehen. Mannschaft der Woche. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge machen wir dann hier ja das Restliche. Ich glaube, wir haben sogar Spiele. Kosuno fällt aus, okay. Ja, hier. Wir haben noch Afrika Cup in der nächsten Folge. Schauen wir mal, wie wir uns schlagen im Afrika Cup. Ich hoffe natürlich, dass wir sehr weit kommen, ist ja klar. Aber wie gesagt, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich sage tschüss und bis dann.